Einen wunderschönen Montag wünsche ich euch und willkommen zu den DPL News Spieltag Nummer 4. Ja, heute kommen die News wieder am Montag, denn ja, ich habe gestern keine Zeit gehabt, also am Samstag keine Zeit gehabt, die zu machen. Deswegen mache ich die am Sonntag. Ja, gibt es noch irgendwas zu sagen, irgendwas Wichtiges? Ja, gibt es tatsächlich, und zwar hat uns der liebe Gebirges, ja, der hat uns nämlich verlassen. Der hat die Liga 1 gequittet, er hat sie, ja. Er hat sich verlassen und ja, muss ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich denke, ihr könnt euch euren Teil denken, warum er geliebt ist. Falls nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Gebirg ist jetzt nicht mehr in der DPL dabei. Das heißt, ich habe am 6. Spieltag ein Free Win. Yay, da freue ich mich richtig drauf. Dafür kommt ein anderes schönes Video. Wie auch immer, fangen wir an mit den wirklichen DPL-News und zwar mit den Buy-ins für diese Woche. Wie immer kommt hier der Hinweis, falls ihr das Buy-in-Video noch nicht gesehen habt von Droix, dann guckt es euch auf jeden Fall an. Und ja, hier sind nochmal die Buy-ins in Kurzform und zwar haben wir Bene kauft sich Keldeo, Daniel kauft sich X-Bud, Gebirges, der leider draußen ist, kauft sich ein Lucario, Ninfa kauft sich Fiaro und Sensui kauft sich ein Voltolos. Das erste Spiel des vierten Spieltags haben Vincent, also die Rocking Excadrills gegen Neo und seine Lümmel-Army bestritten. Ist das so richtig? Egal. Auf jeden Fall war es ein sehr spannendes Match, wie ich fand. Da hat Neo sehr, sehr gut mit der Attacke Fliegen gearbeitet, hat da ein Protect predicted von Vincent und hat dann Fliegen eingesetzt und dann hatte Vincent die Wahl, welches Pokémon er sterben lassen muss. Ich laber hier gerade ein richtig gutes Deutsch. Es tut mir leid, Leute. Es ist noch früh morgens, es ist 11 Uhr. Egal. Auf jeden Fall hat Vincent auch sehr, sehr viele Hacks gegen sich bekommen. Er hat zum Beispiel zweimal Toxin gemisst. Und dann hat er noch Draco gemisst. Das ist alles sehr ärgerlich gewesen für Vincent. Und deswegen hat Vincent auch 0 zu viel verloren. Schade, Vincent. Beim nächsten Mal gewinnst du dann wieder. Das zweite Spiel fand statt zwischen Ninfa und Mia. War ein bisschen stallig der Kampf. Fiaro gegen Suicune hieß es dann. Welches dann am Ende Suicune für sich entscheiden konnte, da Ninfa mit dem Protzer nicht genug Damage machen konnte, beziehungsweise also mit dem Protzer konnte er sich nicht hart genug boosten, um Suicune zu One-Hit-KO'n. Und deswegen habe ich dann im Endeffekt mit Suicune das Matchup gewonnen. Und damit habe ich auch das Spiel 4-0 gewonnen. War jetzt nicht ultra knapp, aber hätte auch für Ninfa ausgehen können, hätte ich mein Suicune irgendwie sterben gelassen. Aber habe ich nicht, habe ich ganz gut gespielt, fand ich. Und dementsprechend auch verdient 4-0 gewonnen. Der Kampf um 14 Uhr wurde ausgetragen von der Bene und Sensui. Ja, es war ein relativ spannender Kampf. Am Ende musste dann Sensui auf die Hex hoffen, was ihm ja am Ende doch das Genick gebrochen hat, weil er hat einfach keinen besseren Play als auf die Hex zu hoffen. Er hat dann versucht, Benes komplettes Team zu paralysieren und dann musste er auf die Full-Para hoffen. Es hat auch ziemlich viele Runden funktioniert. Also er hat zum Beispiel auf das Hutessa dann Paralyse bekommen, was dann schon ziemlich krass gemeldet hat, meiner Meinung nach. Und so konnte er noch. Er hat zwar trotzdem 3 zu 0 verloren, aber es hätte auch höher ausgehen können. Ja. Bene hat das super gespielt, hat sich super darauf vorbereitet. Sensui hat ein paar Fehler gemacht in der Vorbereitung, hat die. Er konnte die Pokémon nicht mit den richtigen Attacken versorgen und hat es dann, ja. Und er hatte zum Beispiel auf seinem Bischof die Psychoklinge nicht drauf oder auf seinem Fondues den Volt Switch und so hat er halt 3 zu 0 verloren. Ist halt nun mal so Sensui, ne? Muss sich nächstes Mal nicht besser vorbereiten, sondern dein Team richtig hinkriegen. So. Kommen wir zum nächsten Match. Kommen wir nun zu dem Kampf Silver gegen Daniel. Und ich muss sagen, Silver, was machst du? Ja? Warum machst du diese Züge? Denkst du überhaupt nach, was du machst? Ich kann zu Silver so reden, denn ich weiß, Silver wird mir das nicht böse nehmen. Silver, du hast da echt scheiße gespielt in dem Kampf. Es tut mir leid, dir das zu sagen, aber du warst echt richtig bad und du hast verdient verloren. Spiel mal wieder ordentlich, so wie du es in der letzten Season gemacht hast, über weite Strecken. Und dann gewinnst du auch deine Spiele, ja? Dann gewinnst du auch, ja? Aber wenn du so spielst, bist du einfach untergeht. Du wirst einfach untergehen. Es tut mir wirklich leid. Du wirst untergehen. In dem Sinne, ich bin raus. Kami Karpels gegen Benny war ein sehr, sehr spannender Kampf.
Bis zur letzten Sekunde war nicht klar, wer gewinnt. Und das war für mich mit der spannendste Kampf des Spieltages. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, und zwar hat Benny sehr, sehr gute Arbeit mit seinem Matsumeta gemacht. Ich glaube, es hat 3-4 Kills gemacht. Und auch sein Schwallboss hat super viel Schaden gemacht. Es hat fast das Donphan one-hitted. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mit der Fassade fast one-hit auf einen Donphan. Ist schon nicht schlecht. Aber auch Kami hat gute Plays gemacht. Mit seinem Amaldo konnte er sehr, sehr viele Pokémon ausschalten von Benny. Und am Ende war es dann, crittet der Eissplitter oder crittet er nicht. Mit einem Crit hätte Donphan das Schwalboss gekillt. Aber es kam der Crit nicht. Und so gewinnt Benny 1-0 ganz knapp. Ja, war auf jeden Fall ein spannendes Match. Kann man sich auf jeden Fall angucken. Und ja, das war Kami Carpels vs. Benny. Kommen wir nun zum sechsten Kampf des Spieltages. Dieser fand statt zwischen Gebirges und Richard, also Captain Cringe. Und ja, was soll ich sagen, Richard hat echt solide gespielt. Also ich meine, nur 6-0 zu gewinnen ist schon, naja, ich würde nicht sagen schwach, aber das kann man auf jeden Fall besser machen. Also Gebirges hat auf jeden Fall auch eine sehr, sehr solide Leistung gezeigt. Die kann man sich auf jeden Fall sehen. Guckt euch den Kampf auf Richards Kanal an. Gebirges hat seinen Kampf ja leider nicht hochgeladen, weil, weiß ich auch nicht, weil ihm das Feeling bei Showdown fehlt, dann Richards DS ist immer noch bei Merky. Richard, mach mal hin, oder Merky soll mal hin machen. Nicht Spaß, also es war 6-0, Richard hat ihn weggefickt, wir sehen uns dann beim nächsten Kampf bei Eve vs. Zack. Ja, Eve vs. Zack war so ein Match, wo ich mir dachte, alles klar, also wirklich so, alles klar, ja, ich meine, okay. Das von Zack geht das Registeel plus 6 durch Fluch und sweept dann mit Eisenschädel das komplette Team von, ja, von Eve. Also, ich weiß nicht. Ich habe auch nicht verstanden, warum Eve in den ersten paar Runden nicht in die Mega gegangen ist bei Zubiris. Ich meine, das Ding hatte schon Minus Init und Registeel ist bestimmt nicht langsam. Du brauchst Pranks dann nicht, ja? Du brauchst es einfach nicht. Greif einfach an. Geh in die Mega, da machst du, ich glaube, man bekommt irgendwie 40 mehr Special Attack Base oder so. Ich weiß, auf jeden Fall ziemlich viel. Geh einfach in die Mega, dann machst du auch dem Ding Schaden. Aber du bist nicht in die Mega gegangen und somit konntest du dieses Ding auch nicht killen. Und somit hat ja, Eve 6-0 verloren und Zack 6-0 gewonnen. Durch ein einziges Pokémon. Geil. Das waren auch die Kämpfe vom vierten Spieltag und kommen wir nun zur Killliste. So, die Killliste ist heute ein bisschen vollgepackt und ich habe mir mal so den Spaß erlaubt, so immer ein paar Pfeile ranzumachen, wer aufsteigt und wo abfällt von den Pokémon. Witzig und so. Egal. Wir haben immer noch Manaphy auf Platz 1 mit 11 Kills und 1 Kill gemacht von Nympha. Dann mein Militaris hat 2 Kills gemacht, ist um einen Platz aufgestiegen. Dann Pixie von Vincent hat keinen Kill gemacht, deswegen steigt es um einen Platz ab. So, jetzt kommt's. Registeel von Zack hat 6 Kills gemacht und ist deswegen auf Platz 3 zusammen mit Pixie. Schon krass, finde ich. Und dann auf Platz 5 haben wir dann Boreos von Bene mit einem Kill für diese Woche. Mit insgesamt 8 Kills. Fällt er mit einem Kill einen Platz ab. Und Kyurem Black hat ebenfalls 6 Kills gemacht von Cringe und ist deswegen auch mit auf dieser Liste zurzeit. Die Tabelle der DPL wird angeführt von Bene Acker Full Life Games mit 4 Siegen und einer Differenz von schon 16, also plus. Das heißt, er gewinnt im Durchschnitt mit 4-0 pro Kampf. Ist schon echt nicht schlecht. Da kann man schon mal klatschen. Der Zack, also Zack ist Platz 2 mit 3 Siegen. Ebenfalls 3 Siege haben noch Sensui, Captain Cringe, Nintva und ich. Dann geht es noch weiter mit dem siebten Platz. Das ist Vincent nämlich mit 2 Siegen. Genauso wie Neo und Zaratox, aka Benny oder andersrum. Ein Sieg haben dann Daniel jetzt endlich gegen Silver. Eve hat auch nur einen Sieg und Gebirges ist ja, wie gesagt, ausgestiegen. Er hatte einen Sieg, den hat er, glaube ich, gegen Benny gehabt. Wie auch immer. Leider haben immer noch 0 Siege Silver und Kami Carpels. Ja, zu Silver habe ich ja schon zu dem Kampf einiges gesagt. Zu Kami, ja, Kami hat fast gewonnen den Spieltag. Ich denke, er wird bald, wird er mal eins gewinnen, denke ich. Also, er wird auf jeden Fall auch gewinnen, denke ich. Die
seine Zeit wird noch kommen. Ja, Eve muss sich auch ein bisschen anstrengen, dass er nicht auch abfällt. Ja, der hat auch 6-0 verloren diesen Spieltag. Muss sich da wieder ein bisschen rankämpfen, genauso wie Daniel. Er hat zwar gewonnen diesen Spieltag, aber er hat jetzt sehr, sehr schwere Partien vor sich. Nächste Woche dann gegen mich, dann gegen Ninfa, dann gegen Nero. Also es wird nicht einfach für Daniel. Muss ich da ranhalten. Dann möchte ich noch zu irgendeiner Person was sagen. Vincent fällt jetzt langsam. Also er ist jetzt 2 Siege hinter Bene. Also Vincent muss sich auch wieder anstrengen. Ja? Wenn er denn Erster werden will, also sein Ziel war, denke ich, erster Platz. Wird schwer für Vincent, das noch zu erreichen. Also wird schwer. Also es ist ganz am Anfang der Saison, wenn wir ehrlich sind. Ja, es ist ein 2 Siege Unterschied. Es kann auch so viel passieren. Aber es ist immerhin schon 2 Siege, ne? Wir wissen, Bene verliert nicht sehr, sehr häufig. Also 2 Siege können da schon viel ausmachen. Und ja, das war die Tabelle. Kommen wir nun zu den Spielterminen. Und zwar nächste Woche um 12 Uhr kämpft der Ninfa gegen Nero. Wenn Ninfa sich anstrengt, gewinnt er das, denke ich. Wenn Nero nochmal so ein Play mit dem Fliegen raushaut, hat er auch gute Chancen. Also jetzt nicht den gleichen Play, aber wenn er solche Plays raushaut wie diese Woche, hat er auch gute Chancen. Sensui gegen Vincent wird auf jeden Fall auch spaßig und spannend. Ich weiß nicht, wenn Vincent wieder verliert, fällt er halt noch mehr weg. Also ab von der Spitze, von der Tabellenspitze. Muss er aufpassen, wenn Sensui verliert, dann fällt er halt von Bene ein bisschen weiter weg. Also, die wollen halt beide um jeden Preis gewinnen. Dann ich gegen Daniel. Also nochmal zu Sensui gegen Vincent. Ich denke, da ist alles offen, jeder kann da gewinnen. Das ist so 50-50, denke ich. Ich gegen Daniel. Ich habe mir schon das Team fertig gebaut, wir spielen am Mittwoch. Ich denke, ich habe gute Chancen zu gewinnen. Ich darf aber auch Daniel nicht unterschätzen. Das darf man nie. Er hat ja auch letzte Season gegen Vincent sehr, sehr gut gespielt. Muss man sich angucken. Auf jeden Fall, ich denke, ich habe ganz gute Chancen gegen Daniel. Dann Zaratox gegen Bene. Mal sehen, ob da Benny überhaupt eine Chance hat mit dem Angel-Team plus Azumarill gegen Bene. Falls sich noch ein Oyu kauft, das kann natürlich alles sein. Er hat ja die Punkte. Also es kann gut sein, dass hier Benny eine Chance hat. Das Enyo-Team ist ja auch nicht schlecht, was er sich da zusammengebastelt hat. Aber es ist Bene, wir kennen Bene. Ich denke, dass er Bene nichts anbrennen lassen will, sich gut vorbereiten wird und Benny auch besiegen wird. So, Silver gegen Gebirges fällt ja aus, wie bekannt. Schade für Silver, aber er hat immerhin seinen ersten Sieg jetzt. Applaus für Silver. Da kann man schon... Okay, ich klatsche jetzt nicht nochmal. Zack vs. Kami Kapilz. Ich wünsche, dass Kami gewinnt, weil er hatte auch seinen ersten Sieg. Aber Zack spielt im Moment ziemlich solide. Muss man gucken, ja. Also ich denke auch, dass Zack gewinnt, weil er solide spielt, aber Kami wünsche ich auf jeden Fall alles Gute, dass er da mal seinen ersten Sieg einfährt. So, Captain Quinch gegen Eve. Ich denke, beide haben auch gute Chancen zu gewinnen. Ich denke, Richard ein bisschen mehr, weil ich Richard auch ein bisschen länger kenne, denke ich. Aber Eve auch. Eve hat auch schöne Plays gemacht. Er muss nur ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht, dass da keine Flüchtigkeitsfehler passieren. Und dann hat er auch gute Chancen. Aber ich denke, dass Richard auch gewinnen wird. Ja. Das waren die Spieltage. Und kommen wir nun zum Hexkönig des Spieltages. Trommelwirbel. Und es ist Jan, Nero, du bist der Hexkönig des Spieltages. Freu dich. Du hast echt Glück gehabt, dass es eine Toxin gemisst hat. Ich glaube, es hat sogar zweimal gemisst auf das gleiche Pokémon. Dann hättest du echt richtige Probleme bekommen können gegen Vincent. Du hast jetzt aber... Er hat verfehlt und damit hast du 4-0 gewonnen. Ja. Muss ich nichts weiter dazu sagen. Ja. Nero, Hexkönig des Spieltages. Es gab jetzt bis jetzt noch keine Person, die zweimal Hexkönig war. Ist schon so eine Sache, ne? Aber gut, das waren auf jeden Fall die DPL-News, hab ich irgendwas vergessen. Killliste, Spieltermine, Tabelle. Nö, das waren auf jeden Fall die. Das waren auf jeden Fall die DPL-News. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute. Tschüss.